Hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ätna bricht aus. Ich muss ja sagen, der Fortschritt in den letzten Folgen ist eher mäßig. Mal gucken, ob wir das in diesem Part ändern können. Poki, erleuchte uns. Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Harke aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren, also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Ja. Schön. Hast dich selbst bezahlt. Da konntest du dir das noch erlauben, hier so einen nutzlosen Raum zu machen. Ja, vielleicht können wir die Mauer ja, weiß ich nicht, einschlagen. Da bräuchte ich wohl eher einen Presslufthammer. Die haben wir leider jetzt nicht im Angebot. Scheiße. Aber wir haben eine Harke. Vielleicht müssen wir das ganze Ding ja noch durchhaken, ne? Diesen Zen-Garten. Das wäre jetzt so eine Idee, die ich hätte. Guck mal. Aber ich weiß auch immer noch nicht, welches Muster ich machen muss. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Ja, siehst du doch. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Nee, das sieht eher aus wie Tic-Tac-Toe. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ich will raus! So, was bleibt uns denn an Hinweisen? Wir könnten in den Raum gehen, wo sich der gute Alumann vorher befunden hat. Vielleicht finden wir da einen Hinweis auf das Muster, was wir hier einprägen sollen. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie wir sonst irgendwie herausfinden sollen, was wir da machen müssen. Toller Satz. Ach, Poki, komm. Ja, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merkt. Ich habe mir größte Mühe gegeben, dass die Innenräume der Anstalt logisch zusammenhängen und dass man entsprechend auch von außen erkennen kann, welcher Raum hinter welchem Fenster zu sehen ist. Nicht in jedem Fall gelungen, aber also ganz von den Proportionen, aber die Fensteranzahl zumindest stimmt. So ist zum Beispiel im zweiten Stock im Turm ja Alfreds Altarzimmer zu erkennen, der rote Lichtschein. Und so weiter und so fort. Weniger Mühe habe ich mir offenbar mit den Wolken gegeben und natürlich mit der Limousinenanimation. Ganz interessant finde ich, wie ich hier in diesem Screen das Gras gemacht habe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Texturpinsel verwendet habe. Ich habe diese Option einfach gefunden bei Photoshop und dachte, das ist ja geil. Und das fällt zwar auf so einem Rahmen, aber auch nur, wenn man sich über irgendwas wundert. Aber ich glaube, in dieser Phase des Spiels ist man da schon drüber weg. Poki, ey, du bist genial, ey. Da hat er das Spiel mal so eben so, das ist geil. Geil, Texturpinsel. Photoshop, ja. Oder hat er Photoshop gesagt oder was hat er gesagt für ein Programm? Ist ja auch egal. Wir werden jetzt, was wollten wir jetzt tun? Jetzt bin ich total, jetzt hat Poki mich aus dem Konzept gebracht. Genau, wir wollten jetzt wieder in den Fernsehraum. Da, wo sich der gute Löwenzahn, nicht Löwenzahn, da, wo sich der gute Alumann befunden hat. Oh, mal gucken, ob wir das machen können. Die Essensschlacht glaubt, sag mal, du kannst doch wieder nicht reden. Die Essensschlacht klappt, glaube ich, immer noch nicht. Wir sind ja wieder, wir müssen jetzt wieder den Chauffeur weglenken. Das ist echt ein Störfaktor, ne? Können wir den nicht einfach um die Ecke bringen? Kann Edna nicht einfach sich von hinten heranschleichen und ihn mit dem Messer erstechen oder so? Ich habe da keine Gewissensbisse. Ich meine, der arbeitet für Dr. Marcel, der hat sowieso keine Moral, der Typ. Wer war das? Hier, was ist los hier, Mann, ey? Ne? Der Mensch ist Mensch, weil er mitfühlt und vergibt, weil er lacht und bla. Das Lied ist übrigens geil und Herbert Grönemeyer ist gar nicht so ein schlechter Musiker. Der redet halt ein bisschen komisch, aber das ist okay. So, ein Stockwerk höher, bitte, bitte, bitte. So, denn vorher hat er ja den Fernseher begraben. Vielleicht ist da ja was jetzt. Ha, 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 ha! Und wir sehen quasi so ein Oval. Das kriegen wir, glaube ich, gebacken. Da muss ich gar nichts aufschreiben. Das ist ja... Habe ich mir fast gedacht. Ja gut, das war jetzt doch nicht so wild. Vielleicht kriegen wir das ja gebacken. Wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Dass wir da so ein Oval hinklatschen. Das wäre auf jeden Fall mal eine Alternative. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich jetzt links reingehe. Dann müsste ja normalerweise die Wachperson mich wieder einsperren. Was ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt will. Nö, nee, nicht wirklich. Ja. Da hat
hat sie es doch noch geschafft. So, dann wollen wir jetzt mal. Dann wollen wir jetzt mal. 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 Wieder einmal um den ganzen Pudding laufen. Also, wenn ich hier fertig bin, ist besser als jede Diät, sag ich mal, für Edna, ne? Also, die nimmt hier ab, weil die so viel läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und dabei isst sie ja auch nichts, ne? Sie nimmt ja auch nicht am Essen in der Kantine teil. Das heißt, kein Mokka-Pudding für Edna. Den sie also gerne isst, bin ich mir ganz sicher. Den isst jeder gerne. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wir waren ja schon fast dran. So, das ist so ein Oval halt, ne? So, irgendwie so. Das scheint. Nö, nicht ganz. Vielleicht ein bisschen ausgebreiteter das Ganze. So. Nicht wirklich. Vielleicht. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, wie genau die das haben wollen. Weil das ist natürlich. Das ist es doch jetzt eindeutig. Hier muss das alles doch noch höher versetzt sein. Das. Das ist es aber. Wenn ich den näher ransetze, bringt das nichts. Der kommt auch nicht. Nee, ja doch, kann er schon. Das ist es auch nicht. Nee. Sowas liebe ich ja überhaupt nicht, ne? Sowas kann ich gar nicht. Gut, 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 gut. Einen probieren wir noch, dann mache ich das gleich offscreen. Das ist nicht so spannend halt, aber vielleicht so ein bisschen versetzt, so. Das könnte es auch sein. Nein. Nee, das ist zu breit. Ja, Freunde, also ich guck mal eben nach, dann mache ich das mal eben. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. So. Haben wir geschafft. Ich habe das jetzt ein bisschen spät eingeschaltet. Ihr habt den Anfang wahrscheinlich jetzt nicht ganz mitbekommen. Hab ein bisschen rumprobiert. Ja, war jetzt nicht so spannend. Deswegen dachte ich mir, schneide ich das Ganze. So, jetzt können wir auch wieder mit dem Alu-Mann reden, denn jetzt sollte er uns ja helfen. Hey, Alu. So. Was hältst du von dem Muster, das ich gehakt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Wusste ich's doch. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Das wird's wahrscheinlich eher sein, ja. Er ist schon da, auch wenn ich vorgehe. So einfach ist das. Das ist Magie, Freunde der Sonne, Magie. Dieses Spiel ist pure Magie. Dieses Spiel ist pures Zucker. Für meine Lachmuskeln und für eure hoffentlich auch. Und jetzt müsste er da sein. Oh, ich bin begeistert. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Hast du eins? Hab ich sogar. Das ist ja unglaublich. Was ein Zufall, ne? Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. So, dann mal los jetzt hier. Oha, jetzt kommt eine Animation. Poki, war's mal nicht faul, wa? Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Wir brauchen einen Ersatzreifen und einen Wagenheber oder so. Also den Ersatzreifen habe ich hier. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. So, und wo kriegen wir den her, ist jetzt die Frage aller Fragen. Vielleicht können wir jetzt die Essensschlacht provozieren. Quasi das, worauf wir schon seit gefühlten 80 Parts warten, dass wir endlich dieses Event starten können. Mögt ihr privat auch gerne mal eine Essensschlacht? Ich bin ja nicht so ein Fan davon. Ich bin ja eher Mrs. Etepetete. Und, mit Essen spielt man nicht. Kinder. So. Bitte. 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 Bevor ich anfange für Unruhe... Hey! Danke Gott, es gibt dich also tatsächlich. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Ja, sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken.
Und genau das werde ich jetzt tun, denn jetzt haben wir einen ganz offiziellen Fluchtplan. Und mein lieber Herr Bienenmann, ich entschuldige mich im Voraus, dass ich deine wunderschönen Zehen dazu missbrauche, die Wachen abzulenken. Aber du bist jetzt der auslösende Faktor. Du bist quasi der Stein, der das Ganze zum Rollen bringt. Du bist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, du bist toll. Ja! Was passiert? Essensschlacht! Adrian, du Alte. Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Ey, kann das jemand abspeichern? Wie geil ist das denn gewesen? Sehr gut. Ich bin begeistert. Sehr gut. So, wir haben alles. Können wir endlich abhauen? Wäre da super, wenn wir endlich abhauen können. Das wäre doch mal Fortschritt. Das wäre doch mal Success. Erfolg. So, Hoti und Mutti müssen aber noch den Ersatzreifen montieren. Die kennen sich scheinbar damit aus. Ey, wie cool und lässig sie da stehen, oder? Ey, vor allem Hoti, die alte Socke, du. Ja. Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Na sichi, bitteschön. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Ja, sauber. Können wir loslegen, wa? Da bin ich wieder. Ja. Ach, ich muss noch das Haupttor irgendwie aufmachen, ne? Ja, dann machen wir das jetzt mal. Ich mach mir das. Dann müssen wir jetzt irgendwie versuchen, das Haupttor aufzumachen. Wie machen wir denn das Haupttor auf, ist ja die Frage aller Fragen. Ich habe jetzt noch nicht versucht, einfach so zum Wachtürmchen zu marschieren. Ich glaube nicht, dass die Wache da oben einfach am Schlafen ist. Die wird mich schon bemerken, wenn ich da einfach schnurstracks hinlaufe. Fuck it. Wir sind mutig. Da ist auch gar keine Kamera. Und was ist das denn hier für eine coole Apparatur? Und Keep Out steht da. Da soll ich scheinbar nicht rein. Poki, soll ich da rein? Ah, für die Tür zum Wachturm hatte ich eigentlich nochmal ein Rätsel konzipiert, das ich schließlich weggelassen habe, weil die Hotspots einfach unmöglich waren. Es war viel zu klein. Aber tatsächlich konnte man das Kaugummi von Hoti oder Moti zerkauen lassen. Also das Kaugummi, mit dem man die Autoalarmanlage auslöst. Und dann sollte man das hier ins Türschloss kleben, damit die Tür offen bleibt, nachdem einem der Wächter halt immer wieder rausscheucht. Das habe ich schließlich weggelassen. Schade eigentlich, die Idee war gut. Ja echt? Wie kannst du das? Ich glaube, jetzt ist das die Tatsache, dass man das Kaugummi aufnehmen kann, vollkommen sinnlos. Außer natürlich, dass man es überall rückwirkend wieder hinkleben kann. Tja, bescheuert. Ja, warum hast du dieses geniale Rätsel nur rausgenommen? Naja gut, jetzt müssen wir uns damit schon mal nicht mehr rumplagen. So, dann gehen wir mal rein. So Schilder können mich ja nicht aufhalten. Ach, was wir hier wieder alles haben. Fässer und Stromzähler. Natürlich ein Stromzähler. Das ist das Wichtigste in dem ganzen Raum wahrscheinlich. Boki? Ja, dieser Screen war interessant zu scripten. Erstmal wegen der Treppenanimation. Dann, weil halt ein Nebencharakter eben die ganze Treppe an ihr vorbei runterlaufen können musste und man kann sich halt irgendwo verstecken und dann muss er sie finden können und so weiter. Diese Spezialanimation von Edna, wie sie sich im Schrank versteckt, die halt nur aus einem einzigen Frame besteht. Also sie kann auch hinter die Treppe laufen und außerdem die Treppe hoch. Da waren ganz schön viele Tücken in diesem Screen. Ich habe aber trotzdem viele nette Erinnerungen daran. Also erstmal das fröhliche Hihi, wenn sich Edna in dem Schrank versteckt. War für mich immer so der Inbegriff von Grundfröhlichkeit, wenn sie in brenzligen Situationen ist, dass sie trotzdem halt mit der Situation spielt. Außerdem ist in diesem Screen natürlich meine Lieblingsreaktion mit dem Captain Unbrauchbar Comic, und zwar bei den Altölfässern. In diesem Bild sieht man, wie Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer schüttet. Wahrscheinlich hat er nicht bemerkt, dass er dabei gezeichnet wird oder so ähnlich. Schön. Ich glaube, das werde ich sofort gleich machen. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Ja, toll, Poki hat uns gespoilert. Jetzt war das gar nicht mehr ganz so lustig.
Ja, wie dem auch sei, im nächsten Part würde ich sagen, schauen wir uns hier in diesem Wachturm um. Wir müssen ja irgendwie die Wache wahrscheinlich weglocken, meine ich natürlich, um dann einen Knopf zu drücken. Werden aber hier auch noch ein bisschen mit den Fässern rumspielen und mit dem Stromzähler. Wenn wir schon mal da sind, lassen wir uns jetzt auch noch Zeit. Ich denke mal, das Spiel nähert sich nämlich dem Ende. Ich weiß es ja nicht. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn doch, dann doch. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen gucken. Ja, warum nicht? Wir haben ja Zeit. Bei wie vielen Parts bin ich jetzt eigentlich schon? Ich glaube bei fast 40, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht gezählt. Ich lade die ja alle im Voraus. Also ich habe ja alles schon aufgenommen. Wenn ihr das Projekt fertig seht, habe ich das ja schon vor einem Monat oder so aufgenommen, bestimmt. So ist das halt. Naja, tschüss.